Es sollte nur ein kurzer Spaziergang sein, den Weihbischof Gregorio Rosa Chavez mit den Jungen aus der Pfarrei San José Las Flores etwas außerhalb von San Salvador unternehmen wollte. Doch plötzlich waren die Soldaten da. Sie kontrollieren die Jungs, ohne das Eingreifen von Rosa Chavez hätten sie sie mit auf die Wache genommen. Dort hätten sie Schläge und Tritte erwartet, unabhängig davon, was die beiden getan haben. Die Pfarrei ist eine Anlaufstelle für Jugendliche, die bereits Mitglied einer Jugendbande, einer Mara sind oder von ihnen umworben werden. Rosa Chavez will mit ihnen in Kontakt bleiben, um ihre Situation besser verstehen zu können. Diese beiden Jungen sind bereits in einer Bande und wollen deshalb ihr Gesicht nicht der Kamera zeigen. Einer der Hauptgründe, sich den Banden anzuschließen, ist wegen des Fehlens der Familie. Oft merkt man gar nicht, dass man mit den Banden Kontakt hat. Das passiert einfach so. Das liegt an der Situation, in der wir leben. Rosa Chavez will ihnen eine Perspektive bieten. Optionen, wie er immer wieder sagt. Er ist ein Mann, für den es nie nur eine Möglichkeit gibt. Er sieht immer zwei oder drei Wege, eine Entscheidung zu treffen. Auch deshalb wird er immer wieder als Gesprächspartner, als Mittler zwischen den Bandenmitgliedern und der Regierung eingeladen. Die verschiedenen Projekte werden von Adveniat unterstützt. Zunächst laden wir die Jugendlichen hierher ein, damit sie einen neuen Weg finden können, dass sie hier in der Kirche einen Raum haben, dass sie hier feststellen, dass es hier Menschen gibt, die sie begleiten, die sie unterstützen. Viele haben hier einen Beruf gelernt. Aber sobald sie wieder auf der Straße sind, sind sie wieder in Gefahr. Die Polizei behandelt sie schlecht und sie werden noch gewalttätiger oder überhaupt gewalttätig. Bis jetzt hatten wir eine Politik der harten Hand. Dadurch hat die Gewalt zugenommen und die Morde sind angestiegen. Die Pfarrei St. Franziskus in der Stadtmitte von San Salvador. Die Pfarrei von Rosa Chavez. Von außen ein unscheinbarer Ort, doch im Inneren ist sie gefüllt mit Leben. Und das liegt vor allem an Rosa Chavez. Er bietet in seiner Pfarrei allen einen Platz, vor allem Kindern und Jugendlichen. Nachmittags läuft das Programm der Escuelita. Eine Nachmittagsbetreuung, um zu lernen, mit dem Computer umzugehen, einen Englischkurs zu machen oder Hilfe bei den Hausaufgaben zu bekommen. Am Ende des Nachmittags verteilen die Ordensschwestern der Kongregation Siervas de la Misericordia de Dios, die die Escuelita vor allem betreiben, Kekse und Milch an die Kinder. Eine Rundumbetreuung. Die Escuelita ist eine überraschende Sache. Sie ist entstanden, weil wir mit Menschen konfrontiert wurden, die Hilfe für ihre Kinder erbaten. Hilfe für Schulmaterial, Hilfe für Uniformen, Hilfe, um studieren zu können. Und plötzlich sahen wir halt auch, dass es überhaupt keine Möglichkeit für die jungen Menschen gab, zu Hause zu lernen. Und so fingen wir an, die Kinder und Jugendlichen aus den Randbezirken einzuladen, um nachmittags hier mit uns zu lernen. Und dann kamen auch ihre Omas, ihre Tanten, die auch schreiben und lesen lernen wollten. Das war eine riesige Überraschung. Und heute ist es etwas Wunderbares. Besonders begabte Kinder haben auch noch die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen. Die Situation für Jugendliche in El Salvador ist schwierig. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. Das Land zählt zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Jugendbanden machen ein friedliches Zusammenleben nahezu unmöglich und rauben vor allem anderen Jugendlichen jegliche Perspektive. Rosa Chavez ist seit mittlerweile 32 Jahren Weihbischof. Er kennt die Probleme des Landes und seiner Menschen genau. Die Jugendlichen hier in El Salvador sind die Zukunft und die Gegenwart. Zweitens, sie haben das Recht auf eine Chance. Drittens, im Moment sehen die Jugendlichen keinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Und das ist sehr schlimm. Ohne Hoffnung ist es ein totales Chaos. Und deshalb ist es wichtig, Jugendlichen Gründe zu geben, um zu glauben, um zu kämpfen und um zu leben. Ein Beispiel dafür ist die 14-jährige Blanca. Sie kann dank des Stipendiums der Pfarrei zur Schule gehen und auch studieren. Sie ist begabt und eine der Besten in der Klasse. Sie lernt gerne. Wie viele der Schüler der Escuelita lebt auch sie außerhalb von San Salvador, mit ihrer Großmutter. Ihre Eltern kümmern sich nicht um sie. Keine Ausnahme in El Salvador.
Mit dem Nähen von Schwämmen versucht die Oma, den Lebensunterhalt zu verdienen. Blanka ist nicht nur begabt, sondern auch sehr gläubig und tauscht sich gerne mit Weihbischof Rosa Chavez aus. Er ist ein Mann des Friedens, der im richtigen Moment die richtigen Worte findet. Und das spüren die Jugendlichen. Er ist jemand, der immer an unserer Seite ist und der uns immer unterstützt, egal was wir gerade brauchen. Er hat mir einen anderen Weg gezeigt, wie wir Jugendlichen die Dinge sehen können. Ein Weg, den Gott lenkt. Zum Beispiel in meinem Leben. Ich habe es immer angestrebt, Priester zu werden. Ich habe ihm das erzählt und er sagte mir, dass er mich unterstützen wird. Durch seine Gebete und seine Person, die für mich ein Vorbild ist, hat er mir sehr geholfen, auf meinem Weg Gott zu finden. Als Weihbischof ist Rosa Chavez viel unterwegs. Sein Terminkalender ist voll. Das Handy klingelt ständig oder er ruft in einem seiner Projekte an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Nebenbei unterstützt er zahlreiche Initiativen, um den Armen in seinem Land zu helfen. Außerdem ist er Direktor der Caritas von El Salvador. In einem der Caritas-Projekte erhalten die Jugendlichen eine Ausbildung, um dann einen leichteren Zugang zu Berufen zu bekommen oder studieren zu können. Sie alle kommen aus Randgebieten, aus Bezirken, in denen der Einfluss der Maras groß und die Situation in den Familien schwierig ist. Estefanie ist eine von ihnen. Sie wünscht sich, Psychologin zu werden. Im Caritas-Zentrum hat sie die Möglichkeit, ihrem großen Traum ein Stück näher zu kommen. Sie will Geld verdienen und ein Haus für ihre Stiefmutter kaufen. Mit ihr und deren Eltern lebt sie, seit ihre Mutter vor 10 Jahren gestorben ist, in der Colonia Casablanca, ein Gebiet, das von den Maras beherrscht wird. Zu Hause hat sie kaum Platz, um zu lernen. Es gibt weder fließend Wasser noch Strom. Trotzdem, aus Angst vor den Banden verlässt sie selten das Haus. Freunde hat die 16-Jährige keine. Ich weiß nicht, warum die Bande mich verfolgte. Ich habe mich nie mit ihnen getroffen, aber sie folgten mir. Jemand hat mir gesagt, dass es wegen meines Papas wäre. Es ist halt so, dass du als Kind nie weißt, was deine Eltern machen. Sie haben mir gesagt, dass es keine guten Sachen wären. Aber ich weiß ja nicht, was sie wirklich gemacht haben. Ich glaube, einmal sind sie ihm gefolgt, sodass er gehen musste und mich verlassen hat. Und meine Mama ist gestorben und hat mich bei meiner Stiefmutter gelassen. Und so bin ich alleine und kämpfe gegen die Armut und das alles, um vorwärts zu kommen. Meine Ziele sind, weiterzulernen, um ein Haus für meine Mama zu kaufen, weil so wie sie jetzt lebt. Rosa Chavez nimmt die Menschen ernst, jeden. Er nimmt sich den Menschen und ihre Sorgen an. Mit einer selbstverständlichen Aufmerksamkeit hört er zu, auch nach einem 12-Stunden-Tag. Gewalt ist in El Salvador überall spürbar. Auch die Schwestern sind nicht mehr sicher. Selbst sie wurden schon überfallen. Gemeinsam mit Monsignor Rosa Chavez kümmern sie sich um die Bedürftigen in der Pfarrei, wollen ihnen Liebe geben, die sie sonst nicht finden. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das Land ohne Monsignor wäre. Ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr traurig wäre. Es wäre der Verlust einer großartigen Person, einer Person, die sehr wichtig ist und gebraucht wird in unserem Land und in unserer Kirche, weil er ein Mann des Friedens ist. Er ist milde und bescheiden, aber mit einer unglaublichen Fähigkeit, sich um andere zu kümmern. Die jungen Menschen haben einen besonderen Stellenwert in der Pfarrei von Weihbischof Gregorio Rosa Chavez. Aber niemand wird vergessen. Jeden Donnerstag ist Messe für alte Menschen. Gemeinsam Gottesdienst feiern, singen und dann gemeinsam essen. Viele von ihnen sind über eine Stunde im Bus unterwegs, um hierher zu kommen. Rosa Chavez will den Menschen in seinem Land eine Chance geben.